Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und herzlich willkommen zu Teil 4 unseres kleinen Mysteries. Teil 1 war die Begrüßung, Teil 2 die Blätter, Teil 3 das kleine süße Bällchen und Teil 4 machen wir jetzt zusammen. Im Zeitplan steht Teil 3, weil das ist der dritte Teil, in dem wir häkeln. In der Begrüßung haben wir ja nicht gehäkelt. So, fangen wir mal an. Heute brauchen wir einmal das Rosa und einmal unser Grün. So, wie ich beginne mit Grün, das ist jetzt der einfache Teil von diesem Part. Nehmt viel Faden, lasst wirklich reichlich Faden übrig, dass wir dann noch nähen können damit. Eine Anfangsschlaufe und wir häkeln jetzt als allererstes 40 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier habe ich meine 40 Luftmaschen. Wir machen einen Umschlag, stechen jetzt in die zweite Masche von der Nadel aus ein, holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch alle 3 Schlaufen durch. Umschlag, in dieselbe Masche noch einmal rein, Faden holen, 3 Schlaufen, Faden holen, durch alle 3 Schlaufen durch. So, das waren 2 halbe Stäbchen in einer Masche. Wir gehen in die nächste Masche und häkeln da rein auch wieder 2 halbe Stäbchen. In die nächste Masche auch. Und so häkeln wir uns jetzt mit insgesamt 39 Luftmaschen A2 halbe Stäbchen wieder zurück. In jede Luftmasche kommen 2 halbe Stäbchen. So, jetzt bin ich gleich durch und auch in die letzte Masche kommen 2 halbe Stäbchen. Einmal und die 2. Ja, jetzt können wir den Faden schon abschneiden. Machen wir noch eine Luftmasche, um das hier einfach zum schönen Abschluss zu bringen. Ziehen den Faden gut fest, können beide Fäden miteinander verknoten. Ich setze dann meistens so einen kleinen Doppelknoten. So. Und jetzt das Ganze noch so ein kleines bisschen wie so ein Schweineschwänzchen einkringeln, wie so ein Korkenzieher. Ja, Korkenzieher passt besser. Dann Korkenzieher einkringeln. So. Und fertig sind wir schon damit. Das Ganze brauchen wir 3-mal. 1, 2, 3. So, jetzt werden es immer mehr Bauteile. Wenn ich das so angucke, es wird immer mehr. Hier haben wir jetzt noch die Bauteile liegen. So, davon macht ihr jetzt noch 2, dass wir insgesamt 3 Stück haben. Und dann geht es weiter mit Rosa. So, wir schnappen uns unsere rosa Wolle. Ich weiß, meine hat jetzt hier schon ganz schön abgenommen, seitdem ich das Video begonnen habe. Das liegt aber daran, das seht ihr dann. So, Anfangsschlaufe. Auf die Nadel. Wir machen 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Die Runde braucht ihr auch einen Maschenmarkierer, eine Schere. So, wir schließen die 4 Luftmaschen mit einer Kettmasche zu einem Ring. Und in den Ring häkeln wir jetzt 6 feste Maschen. 1,
2, 3, 4, 5 und die 6. In der nächsten Runde verdoppeln wir jede von den 6 Maschen, so kommen wir dann zum Schluss auf 12 Maschen. Also häkeln wir in die erste Masche eine feste Masche und in dieselbe noch einmal eine feste Masche. In die nächste Masche kommen auch 2 feste Maschen. In die dritte auch. In die vierte. Fünf. Und in die sechste. So, jetzt haben wir hier 12 Maschen. Wir schnappen uns den Maschenmarkierer, setzen den ein und häkeln jetzt in jede Masche eine feste Masche. Also 12 mal feste Maschen. Und auch in die letzte Masche eine feste Masche. Maschenmarkierer wieder rein. Wir verdoppeln jetzt jede zweite Masche. Also kommt in die erste Masche eine feste Masche. Und in die zwei kommen 2 feste Maschen. In die drei eine feste Masche. In die vier 2 feste Maschen. Die 5 eine, die 6 wieder 2, die 7 eine, die 8 wieder 2, die 9 eine, die 10 wieder 2. Elf wieder eine. Maschenmarkierer raus und in die 12 wieder 2. Markierer wieder rein. So, wieder in jede Runde, wieder in jede Masche eine feste Masche. Abgehauen. Ja, ich habe hier ganz schön Zug auf dem Faden, dass die Maschen schön eng und schön dicht werden. Umso schöner wird dann zum Schluss das Maschenbild. Ihr seht, ich setze die Maschen auch ziemlich dicht beieinander, so dass sie kaum Spiel haben. Und die letzte Masche. Maschenmarkierer raus.
umgesetzt. In dieser Runde verdoppeln wir jetzt jede dritte Masche. Also die erste bekommt eine feste Masche, die zweite auch und die dritte bekommt zwei feste Maschen. Die vierte wieder eine, die fünf wieder eine und die sechs bekommt wieder zwei feste Maschen. Sieben wieder eine, acht wieder eine und die neun, zwei. Die zehn eine, die elf eine. Und die 12 bekommt wieder 2. Und das machen wir jetzt so die gesamte Runde weiter. So, jetzt kommen 3 Runden, wo wir in jede Masche eine feste Masche reinmachen. Das heißt, jetzt machen wir gerade mal 3 Runden lang keine Zunahmen, sondern wirklich einfach nur Masche pro Masche. Die 3 Runden sind geschafft. Ich setze meinen Maschenmarkierer wieder um. Wir wenden das Ganze auf die schöne Seite. Wer die schöne Seite schon außen hat, der wendet selbstverständlich nicht. Und wer sie noch nicht außen hat, der wendet bitte. So, jetzt maschen wir jede fünfte und sechste Masche zusammen. Das heißt, die ersten 4 Maschen bekommen jeweils eine ganz normale feste Masche. Und zwar die 2, die 3 und die 4. Und bei der 5 stechen wir nur in das Maschenglied, was uns gerade anschaut. Das heißt, wir gehen nicht durch das gesamte V, sondern nur durch das Maschenglied, was uns gerade anschaut, holt uns den Faden und auch im nächsten nur das, was uns anschaut, Faden holen und abgemascht. Und jetzt wieder 1, 2, 3, 4 und die 5 Faden holen und die 6 Faden holen. Abgemascht. 1, 2, 3, 4 und die 5 Faden holen und die 6 Faden holen und abgemascht. In der nächsten Runde häkeln wir jede vierte und fünfte Masche zusammen. Also bekommen nur die ersten 3 Maschen jeweils eine feste Masche. Und die 4 und die 5 werden zusammen abgemascht. 1, 2, 3 und die 4 und die 5 zusammen. In der nächsten Runde wird jede dritte und vierte zusammen abgemascht, danach in der Runde jede zweite und dritte. Und wenn wir soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir das Ganze soweit abgemascht haben, sieht es dann so aus. Wir schneiden den Faden wirklich großzügig ab. Machen noch eine Luftmasche. Damit haben wir hier einfach einen wunderschönen Abschluss. Ich biege das Ganze dann noch so ein kleines bisschen U-förmig in Form. Und damit ist das erste fertig. Insgesamt brauchen wir davon 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, jetzt wisst ihr auch, wo meine ganze Wolle hin ist, die ihr am Anfang gesehen habt.
Ich habe hier nämlich schon mal vorbereitet. Die werden alle so schön u-förmig dann gebogen. So, fertig sind wir dann mit diesem Teil. Und noch einen kleinen Baustein jetzt mehr in unserem Puzzle. Wir haben jetzt hier die 9, hier 3 Blätter, hier unser Bällchen und hier unsere Korkenzieher. So, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Häkeln von den Korkenziehern und von den 9 kleinen Schatzis. Und wir sehen uns da nächste Woche, weil einen Baustein brauchen wir noch. Also dann, bis nächste Woche.